So, guten Abend allerseits. Könnt ihr mich gut hören? Gebt mir mal bitte ein kurzes Feedback, ob ich gut verständlich bin. Jawohl, da kommen die Nachrichten schon herein. Ich begrüße euch und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Heute zum ersten Mal eine Fernaufstellung in Form eines Webinars, beziehungsweise zwei Fernaufstellungen. Wir werden also heute, wie angekündigt, eine individuelle machen für einen Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin aus der Gruppe. Und dann wird es noch eine weitere Fernaufstellung geben für die ganze Gruppe. Wir werden also praktisch die Energie der ganzen Gruppe zusammenführen und gucken, was wir da für euch korrigieren können. So, Steffi ist auch schon bereit, steht hinter mir. Hallo. Hallo, ihr hört sie auch. Ich werde gleich übergeben in dem Moment, wo es um die erste Aufstellung geht. Okay, da kommt Begrüßung. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Den zeitlichen Rahmen werden wir sehen, zwischen 60 und 90 Minuten, schätze ich mal. Je nachdem, wie ergiebig die Aufstellungen sind. Manchmal ist man schnell durch, manchmal dauert es ein bisschen länger. Im Schnitt ist es eigentlich so ungefähr eine halbe Stunde pro Aufstellung. Für die Gruppe könnte es vielleicht ein bisschen schneller gehen, schauen wir mal. Ich sehe gerade, im Moment sind 10 Teilnehmer da, das heißt, an sich fehlen noch zwei. Dann würde ich sagen, warten wir mal noch vielleicht so 2 Minuten, bis wir dann komplett loslegen. Ja, guten Abend allerseits. Da ist noch eine andere Steffi. Steffi Ja. grüßt Steffi. So, dann könnt ihr ja schon mal überlegen, wer von euch denn Interesse an einer Aufstellung hätte, weil wir losen die ja dann aus. Aha, die erste meldet sich schon, noch eine. Genau, einfach nur ein kurzes Ich hineinschreiben. Genau, und dann machen wir eine kurze Auslosung, legen den Gewinner oder die Gewinnerin fest. Wie gesagt, wir machen zuerst die individuelle für eine Person und danach dann die für die Gruppe. So, da haben wir also einmal die Andrea, dann haben wir Ursula, den Dagmar, guten Abend Dagmar, dann Brigitte, ja. Dann haben wir Waltraud und Ilona. Dann haben wir Steffi und Elisabeth. Und ein besserer. Nicht auch. Ach ja, genau. Shaya ist auch dabei. War auch schon mal bei meinen Meditationen. Den Namen kenne ich. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Jetzt haben wir 20:04 Uhr. Ich denke mal, da wird dann auch keiner mehr hinzukommen. Dann geben wir doch mal kurz eine Auslosung. Schauen wir mal, wen das Glück ereilt. Die Auslosung geht an Brigitte. Brigitte, du hast das große Los getroffen. So, Brigitte, Steffi weiß von nichts, beziehungsweise weiß nichts vom Thema, verzieht sich sozusagen auch gerade. Wir können es jetzt zweierlei machen. Entweder du nennst ein konkretes Thema, also praktisch der Bereich, um den es bei dir gehen soll, oder wir lassen es komplett frei und schauen einfach, was sozusagen am wichtigsten ist, also was in deinem Unterbewusstsein, in deiner Seele sozusagen jetzt am ehesten geheilt werden möchte. Ah, okay. Gut. Dann nehmen wir dieses Thema und dann bitte ich Steffi zu mir zu kommen wieder. Übergebe das Mikro an sie und übergebe ihr dann gleich die Energie. Und dann geht es los. Hat jetzt mal gut geklappt. Mal, ob dich alle gut verstehen können. Hallo, könnt ihr mich alle gut hören? Okay, Bestätigung kommt.
Dann hole ich mal das Feld von Brigitte und ihrem Thema. Das Erste, was du wahrnimmst, Steffi. Also ich gehe nach hinten weg und ich habe hier über dem rechten Auge habe ich ein stechendes Gefühl, so ein leichtes. Und aber insgesamt fühle ich mich nicht schlecht. Ein bisschen lauter, bitte. Also ich sagte, insgesamt fühle ich mich eigentlich ganz gut. Wir werden gucken, dass Steffi noch ein bisschen lauter spricht. Das Mikrofon vielleicht noch ein bisschen näher dran. Ich hoffe, ihr werdet es trotzdem hören. Sie wird ein bisschen brüllen. Ich streng mich an. Gut, wie ich bereits angefangen sagte, als ich in die Rolle reingekommen bin, ich habe nach hinten weggezogen und dann habe ich über dem rechten Auge einen stechenden Schmerz gefühlt. Aber so insgesamt ruhe ich eigentlich in mir. Mir geht es gut soweit. Gehen wir mal ein bisschen in der Zeit zurück. Wir werden jetzt eine kleine Reise machen auf der Zeitlinie und werden in die Vergangenheit gehen. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich habe so ein Kuschelgefühl im Gesicht gespürt. Ich merke, also ich lächle, mir geht es hier an dieser Stelle geht's mir gut. Wobei ich mich jetzt gerade frage, ob das mich komplett betrifft oder weil meine Schultern, ich habe gerade gemerkt, als ich das gesagt habe, mir geht's gut und ich lächle, da habe ich gemerkt, meine Schultern sind irgendwie auch so ein bisschen angespannt. Ich ziehe auch so ein bisschen die Schultern hoch, so als würde ich. Okay, also ich bin jetzt hier in der Vergangenheit angekommen und im ersten Moment ging es mir hier eigentlich sehr gut und mir kam dann auch so ein Lächeln ins Gesicht und ich habe so wie so einen kühlen Windhauch im Gesicht gespürt, aber jetzt mit der Zeit, wo ich so reingespürt habe, habe ich gemerkt, irgendwas belastet mich auch ein bisschen, zieht meine Schultern nach vorne, zieht sie ein bisschen runter. Also es ist so, ich fühle mich leicht ein bisschen ambivalent, würde ich jetzt sagen. Ton ist jetzt gut, Leute verstehen es gut, haben zurückgemeldet. Weiter so. Danke. Auch immer eine gute Übung, sich ein bisschen, ja, mehr aus sich rauszugeben. Brunnen. Genau. Ja. Also du bist da angekommen und sagst, irgendwas lastet auf dir. Ja. Wie alt fühlst du dich denn dort? Kind fühle ich mich hier nicht, also eher wie eine junge, erwachsene Frau. So mittleren Alters. Heißt so, welches Alter würdest du ungefähr angeben? Ja, so das Alter, wo man
ja, so mitten im Leben steht und viele Dinge zu tun hat, so um die 30, würde ich sagen. Ich würde gerne mit dir nochmal ganz, ganz weit zurückgehen. Und zwar wirklich bis in die ganz frühe Kindheit. Ja, ich bin angekommen. Ich sehe ein Mädchen im Alter von 5. Könntest du noch ein Stückchen weiter zurückgehen, bitte? Jetzt bin ich im Säuglingsalter angekommen. Und zuerst war ich in dem Säugling selbst drin, habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Und dann habe ich gerade gedacht, ich schaue mir den Säugling mal von außen an. Liegt eigentlich sehr zufrieden im Bettchen, ist aber wirklich ungewöhnlich weit. Also sehr wach, sehr hell für sein Alter. Ruht sehr in sich und hat irgendwie wie so eine strahlt schon wie so eine Altersweisheit aus. Interessant, das zu beobachten hat. Also guckt mit ganz großen, bunten Augen um sich und da steht viel Wissen in den Augen drin. Welche Aufgabe hat denn dieses Kind fürs Leben mitgebracht? Mir kam gerade spontan das Wort Aufklärung. Welche Richtung Aufklärung? Kam gerade Kommunikation. Geht es dem kleinen Kind rundum gut? Ja, sehr gut. Also ich hatte jetzt auch gerade so das Bild von so einem kleinen Buddha, muss ich sagen. Also so satt und zufrieden und ja, rundum einfach in sich ruhen, glücklich, ja, doch. Dem Leben geht's gut. Dann bleib du mal noch einen Moment dort, schau mal, ob sich noch irgendwas entwickelt, ob es irgendwas braucht vielleicht. Das Interessante ist, dass bis zur Kindheit nicht immer jemand in seiner Nähe hat und das aber völlig okay findet. Also es fühlt sich dadurch nicht
zurückgesetzt oder missachtet, sondern es als würde es verstehen, dass die Erwachsenen halt eben nicht immer kommen können und nicht immer gucken können. Und der Säugling ist ungefähr im Alter von 8 Jahren. Ja. Beobachtet das Treiben um sich herum und ist zufrieden mit sich und der Welt, absolut im Reinen. In welchem Alter bist du da gerade? Der Säugling ist gerade 8 Monate alt. 8 Monate. Mhm. Kannst du da auch noch ein Stückchen weiter zurückgehen? Mhm. Noch vor der Geburt? Nein. Mhm. Okay. Ist dort etwas, Steffi? Eigentlich, ich habe jetzt das Säuglingsalter vor meinen Augen und ja, es ist gerade an der Brust angelegt worden und es trinkt und ja, also es zeigt sich da jetzt nichts Tragisches oder Besonderes. Wir machen jetzt Folgendes. Die Teilnehmer haben ja den Chat ein bisschen mitverfolgt. Ich führe Steffi jetzt nochmal zurück in die Gegenwart und wir gehen jetzt nochmal von der Problemstellung aus, damit wir dann halt wirklich auch an die Ursache von etwas herankommen. Weil je konkreter man mit irgendeinem Thema reingeht, umso konkreter kriegt man eben auch die Antworten. Das ist genau wie beim Kartenlegen oder allen anderen Methoden auch. Ich führe dich jetzt nochmal zurück ins Jahr 2015. Und gib dir nochmal eine neue Energie von Brigitte. Also, genau, die alte nehme ich dir raus. Ihr jetzt hier leider nicht sehen könntest, dass Steffi ganz stark nach vorne übergebeugt ist. So ein unheimlicher Sog nach vorne. Ja, und zudem kommt auch noch, dass ich ziemlich schwanke. Also zumindest fühlt sich für mich das nach Schwanken an, aber ich könnte mir vorstellen, nach außen sieht das gar nicht so dramatisch aus, aber ich fühle mich wirklich so, als würde ich auf dem Schiff bei hohem Seegang sein. Und am Anfang, als ich in die Rolle reingekommen bin, habe ich auch so ein bisschen beschleunigten Herzschlag gehabt. Dieser Sog nach vorne, der ist nach wie vor da. Also der ist unvermindert, seitdem ich in die Rolle reingekommen bin. Wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich damit? Das ist interessant. Also solange du das nicht gefragt hast, ging es mir eigentlich ganz gut. Und jetzt, wo ich deine Stimme gehört habe oder du dich dafür interessiert, wie es mir geht,
merke ich, dass ich ja, so ein kleines Stechen hier im Magen-Darm-Bereich bekommen habe. Ja, und jetzt kommt, macht sich bei mir auch eine Aufregung breit und ich bekomme Herzklopfen. Aber ich würde jetzt einfach sagen, gut, aber wenn ich jetzt so in meinen Körper reinfühle, dann glaube ich nicht so gut. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann das nicht so wirklich richtig auseinanderhalten. So als würde ich nach außen eine Rolle spielen. Okay. Das heißt, du versuchst mit der Situation so weit klarzukommen. Richtig, ich denke, das trifft es eigentlich den, ja, das Würdest du denn gerne etwas ändern? oh ja, du ziehst mich von den Füßen. Ich bin richtig nach vorne gefallen eben. Ja, musste mich auffangen. Hat mich am Arm gepackt, damit ich nicht umkippe. Also ich würde mal sagen, eindeutig ja. Ja. Moment, ich muss jetzt aber erstmal dieses Jahr reinfühlen. Ja, also da macht sich bei mir Aufregung und Vorfreude macht sich da breit. Auch so ein kleines bisschen Gefühl von, naja, vielleicht funktioniert es auch nicht, aber ich möchte es auf jeden Fall versuchen, ja. Dann gehen wir doch jetzt mal zur Ursache zurück. Wo auch immer die herkommt, wir mal die drei Möglichkeiten, die Kindheit, die Ahnenreihe und die früheren Leben. Wir gehen jetzt mal dorthin zurück, wo das Thema herkommt. Da macht sich bei mir Aufregung breit. Ja, ich mache mich mal auf den Weg und hier merke ich als erstes mal, dass mehr mein Lächeln verschwindet. Meine Lippen ziehen sich so ein bisschen zusammen, als hätte ich irgendwie in eine Zitrone gebissen. Und ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen traurig. Was passiert noch? Was kommt noch? Ist irgendwas, was sich auf der Straße abgespielt hat. Also ich habe mich gerade gesehen, wie ich eine Straße entlang gelaufen bin. Und jetzt, wo ich so anfange, darüber zu reden, wird die Aufregung eigentlich ziemlich groß. Also die Gefühle, die ich hatte, als ich hier zur Ursache gekommen bin, die waren erst quasi so die Spitze des Eisberges. Und es ist eine Situation, da denke ich nicht gerne dran zurück. Ich vermute mal, dass das jetzt eine Abwehrreaktion ist, weil ich hier mit beiden Händen jetzt anfange, regelmäßig auf die Oberschenkel zu schlagen. Also was heißt zu schlagen, aber Zu klopfen. zu klopfen, ja, genau. So als wollte ich versuchen, mich da aus dieser Situation, die damals war,
auf andere Gedanken zu bringen, herauszuziehen. Und es wirkt auch, es hilft auch. Wie alt bist du denn da? Also ich bin da alleine auch auf der Straße unterwegs. Also ich Was passiert da um dich herum? Also ich sehe eigentlich nur die Straße von mir, wie ich da langlaufe. Und links und rechts drumherum habe ich im Grunde genommen alles ausgeblendet. Und ich fürchte fast, ich kann gar nicht mehr Informationen geben im Moment. Würde es dir helfen, wenn du dir die Situation von außen betrachtest? Muss ich schon, ja. Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie so ein Roboter. Irgendwas ist passiert. Und ich kann damit gar nicht umgehen. Überhaupt nicht. Ich kann es mir nicht angucken und Geh doch bitte mal einen Schritt beiseite, sodass du dir die Sachen von außen anschauen kannst. okay. Merke ich erstmal, wie stark mein Herz klopft. Ich war total außer Atem. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwie ein Überfall. Die Kleidung ist zerrissen. Ein Rock, der zerrissen ist. Ich sehe einen Rock, der zerrissen ist. Und ich sehe mich selbst ziemlich hastig die Straße lang laufen. Und ich bin so mit meinem inneren Aufruhr beschäftigt, dass ich eigentlich um mich herum überhaupt nichts wahrnehme. Und gleichzeitig auch völlig in mir verschlossen. Also ich ein Gesicht, das ist wie ein Stein gemeißelt. Bist du selbst betroffen von der Situation? Ja. Wie geht's deinem Körper? Also ich kann ihn mir jetzt von außen anschauen. Der sieht unversehrt aus. Also ich kann jetzt äußerlich nichts erkennen. Magst du mal vor das Ereignis gehen, bevor das passiert ist? Ja, gerne. Wenn ich weg kann. Also ich merke gerade, wie ich sehr, sehr traurig werde.
Ich weiß nicht, ob das jetzt auch damit zusammenhängt, weil ich ja jetzt weiß, was passiert ist. Es kommt mir wieder durch. Wir verändern jetzt mal die Ereignisse. Du bist ja jetzt zeitlich vor dem Ereignis, richtig? Okay. Moment. Wenn ich an mir runtergucke, ist der Rock ist im Offenen. Ja, ich würde sagen, das ist vorher. Und ich lade dich zum einen mal mit aller Kraft und Stärke aus, die du brauchst, um dich zu verteidigen. Und ich stelle dir auch noch einen starken Begleiter an deine Seite. Guten und kräftigen Freund. Und dann darfst du diese Straße noch einmal entlang gehen. Das ist gut. Das fühlt sich jetzt schon besser an. Also jetzt habe ich erst mal gemerkt, wie angespannt ich war. Das ist immer interessant, immer erst dann, wenn ein intensives Gefühl von mir weggeht, dann merke ich eigentlich erst, wie angespannt ich war. Also erst in der Entspannung merke ich überhaupt, dass ich total angespannt war. Und jetzt merke ich, wie ich mich so langsam nach und nach entspanne. Okay, ich sehe neben mir, das ist wirklich ein großer, stattlicher Bursche. Ein Bodybuilder-Typ, breitschulterig. Und bei ihm lehne ich mich jetzt unter. Ich spüre auch, dass ich ihm vertrauen kann, sonst würde ich das nicht machen. Ich muss jetzt über den Punkt hinauskommen. Ich kann das. Ich schaffe das. Ich kann das. Jetzt für einen Moment. Ich wollte wirklich kurz nicht weitergehen. Aber ich weiß, ich schaffe das. Ich kann Ich werde auch mich langsam aufrichten. So als dürfte mich jetzt jeder endlich mal in meiner vollen Größe sehen. Aufregend. Jetzt ist der Druck raus im wahrsten Sinne des Wortes. Wo hattest du den Druck? Da hat sich bei mir hier so im Solarplexusraum hatte der sich angesammelt. Und da hat sich unglaublich die Angst angesammelt. Und die kommt jetzt so langsam hoch. Also die kommt jetzt raus. Mal auf jeden Fall von einem Volltreffer sprechen. Also hier in der Situation fühle ich mich toll, ich fühle mich stark, ich fühle mich selbstbewusst und ja, ich bin ganz aufgeregt, weil ich
Jetzt weiß ich, brauche keine Angst haben. Brauchst du noch irgendetwas? Spür mal in den Körper rein, ob noch irgendwo eine Stelle ist. Ja, ich könnte ein bisschen Heilung gebrauchen. Und ich bestätige jetzt mal das Feld der Heilung. Beziehungsweise für Brigitte. Ich stehe hier als Stellvertreterin. Also, Leon hat sich jetzt neben mich gestellt und erzeugt mit seinen Händen vorne und hinten so ein Heilfeld für mich. Und ich muss sagen, jetzt fühle ich mich wie nach so einer Energiedusche. Also, mir geht es richtig, richtig gut jetzt. Brigitte blubbert im Bauch wie verrückt. Wow. Okay. Wir kommen jetzt mal wieder zurück in die heutige Zeit, ins Jahr 2015. Ich fühle mich so gut. Boah, ich fühle mich so gut. Kenne ich gar nicht. Wow. Ich habe auch das Gefühl zum ersten Mal, dass mein Lächeln echt ist. Dass ich nicht nur so tue, als ob. Ich brauche keine Maske mehr tragen. Mir geht's super. Sehr, sehr gut. Sind echte Tränen, die da jetzt fließen. Übrigens, hier hat sich richtig was gelöst. Oh, ich hab das Gefühl, ich bin bei mir angekommen. Ich bin da, wo ich eigentlich die ganze Zeit sein wollte und nicht war. Ja, also ich fühle mich jetzt vollständig. Schön. Liebe Brigitte, damit ist die Aufstellung für dich abgeschlossen. Die Energie ist bei dir gelandet, du hast es gespürt. Natürlich wird das Ganze noch ein bisschen nacharbeiten, das ist klar. Das braucht noch ein bisschen Zeit. Aber das wirkt. Darauf kannst du vertrauen. Und ich entlasse Steffi jetzt mal aus der Rolle und nehme ihr das Feld von Brigitte wieder weg. Du bist wieder ganz du selbst. Danke, danke, Brigitte, dass ich das für dich anschauen durfte. Ich übernehme mal wieder die Moderation, bevor wir dann zur Gruppenaufstellung kommen. Steffi muss sich jetzt erstmal die Tränen wischen und schnauben. Also das war, sage ich mal, sicherlich recht intensiv.
Wir haben aber, muss ich sagen, schon viel, viel intensivere Sachen erlebt, ich sag mal von den Emotionen her. Also da gab es schon Sachen, wo wirklich sie halb zusammengebrochen ist oder wo wirklich Tränen ohne Ende flossen. Aber nichtsdestotrotz, Brigitte hat ja das sehr, sehr, sehr gut gespürt. Sie hat ohne irgendein Vorwissen, Steffi hatte keine Ahnung, worum es geht. Steffis ging übrigens ums Thema Sexualität. Insofern absoluter Volltreffer, was das Thema angeht. Oder die Ursache, die anscheinend entweder in der Ahnenreihe oder in früheren Leben liegt. Ich weiß nicht, ob du irgendeine Vorstellung hattest von der Zeit, ob du da irgendwas einordnen kannst, wie die Straße ausgesehen hat oder die Kleidung. Ich würde eher sagen, Neuzeit. Neuzeit, Ja. okay. Weil sie sagt, im heutigen Leben wüsste sie da nicht. Also, es sah auch eher nach einer Großstadt aus. Großstadt. Gut, die Straßenlaternen, so wie man sie vielleicht so in den 60ern Ah, hatte. okay, ja. Das hatte ich nämlich auch gerade im Bild. Also eher so 60er Jahre vielleicht. Das kann natürlich jetzt sein, dass es eher in der Generation davor zum Beispiel war, bei den Eltern oder kann auch, manchmal ist es sogar im Familienverbund. Also es kann da eine Tante gewesen sein oder die Oma oder irgendjemand auf jeden Fall in diesem Familienverbund und die Sachen übertragen sich innerhalb dieses Familiennetzwerks. Und gerade dann, wenn Sachen unterdrückt werden von der Person, verdrängt werden, nie irgendwie angeschaut werden, dann ja, kommt es halt oftmals an der anderen Seite wieder heraus. Und vor allem auch in der Gruppenaufstellung erinnere ich mich an einen Fall, da ging es um ein junges Mädchen von 3, 4, 5 Jahren. Und dieses Kind war schon bei sämtlichen Psychologen und Therapeuten und Schulgespräche und was nicht alles stattgefunden hat, weil dieses Kind impulsiv aggressiv war. Es hat also zum Beispiel mitten im Spiel mit einem anderen Kind dem Kameraden eine runtergehauen und wusste gar nicht warum. Also hat sich sofort hinterher entschuldigt, hat gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich das tue. Hat zum Beispiel auch, wenn andere Kinder sich gefreut haben über Käfer und Ameisen und sonst was, dann kam dieses Mädchen und hat halt das tot gemacht, also totgetreten oder draufgehauen. Also immer so diese Aggressivität in ihr und das eben auch eine sehr impulsive Art und Weise. Und ja, die Therapeuten sind da nicht weitergekommen bei diesem Kind. Und dann haben wir, ich hatte mal an Silvester einen Workshop gemacht und wir haben dann morgens um 1 angefangen mit Aufstellung, weil ich den Abend über viel davon erzählt hatte. Und haben dann dieses Thema aufgestellt und es war nur die Mutter anwesend, nicht das Kind, nur die Mutter. Und haben dann herausgefunden in dieser Aufstellung, dass es in dem Familiennetzwerk einen Verwandten gibt. Ich glaube, es war der Onkel. Und ob er noch lebte oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall war das Thema, dass dieser Onkel seine Wut dermaßen unterdrückt, dass also der Stellvertreter gesagt hat, ich habe keine Wut. Und ich gesagt, komm, du hast Wut, lass die mal raus. Nein, nein, ich habe keine Wut. Und die große Herausforderung war dann, diese Person dazu zu bringen, diese Wut endlich mal rauszulassen, hat dann also am Ende dann auf ein Kissen eingeprügelt. Und der Hammer war, eine Woche später hat mir diese Mutter eine E-Mail geschrieben, das Kind hätte sich total verändert, es ist viel ruhiger geworden, es kommt plötzlich an und kuschelt mit ihr, was es bis dahin nie gemacht hat. Und die Veränderung war so groß, dass die Lehrer und sonstige Leute drumherum sie gefragt haben, was sie mit dem Kind gemacht hat, weil es einfach inzwischen völlig ruhig, entspannt und friedlich war. Und ein halbes Jahr später habe ich nochmal nachgefragt und Tatsache, es ist auch geblieben, die Ursache war wirklich aufgelöst und die Ursache war dieser Einfluss aus diesem Familiennetzwerk. Und das sind natürlich dann Einflüsse, das ist vollkommen klar, dass da kein Psychotherapeut an diesem Kind irgendwas verändern kann, wenn diese Energie von irgendwo von außen kommt. Und dieses Kind war im Prinzip einfach nur ein Ventil und diese Energie kam praktisch ja durch dieses Ventil aus diesem Kind wieder heraus. Also wir haben schon so verrückte Sachen erlebt, auch partnerschaftliche Geschichten, Menschen, die keine Partner kennengelernt haben und dann haben wir auch da Ursache in zum Beispiel in einem früheren Leben gefunden, wo viel Gewalt passiert ist und dadurch eine unglaubliche Angst in der Person steckte. Ja, so dass also so ein inneres Programm der Ablehnung immer da war. Sie wollte zwar einen Partner kennenlernen, aber innerlich war immer diese Abwehrhaltung, was man in der Aufstellung sehr, sehr schön sieht, weil man die unterbewusste Ebene sieht. Und ja, eine Woche später, nachdem dann dieses Thema gelöst war, und da hat es auch ordentlich reagiert, die Frau ist wirklich in Tränen ausgebrochen plötzlich,
Eine Woche später hat sie jemanden kennengelernt und das auf eine so abgefahrene Art und Weise, das ist wirklich drehbuchreif. Und die zwei sind immer noch zusammen. Das ist jetzt, ich glaube, 1,5 Jahre her. Ja, jetzt muss ich mal kurz in den Chat schauen. Ja. Was ich gesehen hatte, war der weiße Rock. Das war so ein Ich übersetze gleich, ja. badenlanger Plissé-Rock. Also Ein wadenlanger Plissee-Rock. so mit ganz vielen Mit Falten. ganz vielen Falten, also ein Faltenrock hat Also ich Steffi würde gesehen. sagen, das könnte schon so in den 50er, In 60er Jahren 50er sein. Jahre ungefähr, Ja. also so diese Petticoat-Zeit, vielleicht so in dieser Art Rock'n'Roll und Co. Ja, so in die Okay, Richtung. dann haben wir schon mal noch einen weiteren Anhaltspunkt. Brigitte schreibt gerade, sie wollte sich nächste Woche zur Psychotherapie anmelden, dachte, es war etwas in der Kindheit, ja. Ja, warte erstmal ab, bevor du dich anmeldest, schau mal, was jetzt passiert, was wirkt. Es kann sein, dass das Thema komplett gelöst ist und du vollkommen frei bist, kann aber auch sein, dass es noch ein zweites Thema gibt. Manchmal ist es so, dass man so Zwiebelschale für Zwiebelschale abschälen muss, bis man dann wirklich am Grund angekommen ist. Aber wie gesagt, das kann jetzt schon der Hauptgrund gewesen sein. Es kann sein, dass das der Grund war, der dich komplett beeinflusst und blockiert hat. Sehr gut möglich, weil ich Steffi ja auch gesagt habe, wir gehen bis zur Ursache, wir gehen wirklich bis zum Ursprung und das war ja auch nicht im heutigen Leben. Also gehen wir mal davon aus, dass wir da auch wirklich jetzt was erreicht haben. Also erreicht haben wir auf jeden Fall was, aber dass wir halt da wirklich auch den Hauptgrund schon geknackt haben. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu der zweiten Aufstellung, der Gruppenaufstellung. Vom zeitlichen Rahmen, ja, gut eingeschätzt, jetzt haben wir es 20:48 Uhr, also ein bisschen knappe halbe Stunde haben wir gemacht für die erste, das passt genau. Und Brigitte ist voll des Lobes. Ich zeige Steffi nachher noch den ganzen Chatverlauf. Sie hat wohl die ganzen Emotionen praktisch immer mitgeschrieben. Sie hat viel bei sich auch gespürt und auch Tränen und Okay. Bauchdruck und all diese Dinge. Ja, ich bin gespannt und gib bitte unbedingt Bescheid noch im Nachhinein, ein paar Tage später. Will ich natürlich wissen, was daraus geworden ist, Brigitte. Ich tippe dir kurz meine E-Mail-Adresse hinein. Info@hypnosecoachmoor.de. Genau, das würde mich natürlich sehr interessieren, wie das ganze Thema weitergegangen ist. Okay, bist du bereit, Steffi? Gut. Weiß denn die Gruppe schon, welches Thema sie machen möchte? Ich übernehme einfach das Thema, das sozusagen die ganze Gruppe hat. Okay. Ja. Wir gehen jetzt also nicht von einem konkreten Thema aus, sondern wir holen uns den Grund. Es gibt immer irgendeinen Grund, warum eine bestimmte Anzahl von Menschen zusammenkommt. Das ist auch bei den Aufstellungen immer sehr interessant, bei den Gruppenaufstellungen, dass dann kommt jemand vielleicht nach einem halben Jahr mal wieder in die Gruppe und ausgerechnet an dem Tag geht es genau um sein Thema. Es ist immer wieder faszinierend. Ja? Oder die Person wird dann ausgewählt für eine Rolle, beispielsweise den Schmerz, der halt bei, nehmen wir mal das Thema Vergewaltigung, entstanden ist. Und dann sagt die Person hinterher, ja, das Thema hatte ich in meinem Leben leider auch. Ja, also man wählt auch instinktiv immer genau die richtige Person. Genau. So, also ich hole dann die Energie der Gruppe. Dieser Gruppe, die hier heute bei Zufengo zusammengekommen ist. Und übergebe Steffi das Mikro. Um das Feld der heutigen Gruppe bei Sofengo, die 13 Teilnehmer, die jetzt online sind, das Thema dieser Gruppe. Übertragen dieses Thema. Interessant ist, es zieht uns beide nach vorne. Also mich zog schon nach vorne, als ich mir das Bild geholt habe und Steffi steht auch schon wieder so da. Das ist sehr lustig. Sieht so aus wie Michael Jackson in Smooth Criminal, falls ihr euch daran noch erinnern könnt. Ja, ich habe gerade an so einen Schankenspringer gedacht, der jetzt Ja. gleich vom Tisch abhebt, vom Schankentisch abhebt. So fühlt sich das an. Ja, also ich habe einfach nur rundweg positive Gefühle in mir drin. Also ich spüre eine ungeheure, große, positive Energie, viel Licht, sehr viel Licht. Und
gucken mal, ob es auch irgendwo was zu korrigieren gibt. Vielleicht gehst du mal 2 Schritte zur Seite und vielleicht wartet da ja irgendein Thema auf dich, dass die Gruppe praktisch betrifft. Ganz interessant, also es fühlt sich so an, als wäre ich wie so eine Art Treibsand. Ja? Als Mittel von der Kopfmitte her, wie Art Sand, trichterförmig nach innen runterwedeln. Und es erzeugt irgendwie so ein Gefühl, von falscher Kleinheit, sage ich jetzt mal. Wäre irgendwie das Selbstbewusstsein auf Sand gebaut. Also ich habe das Gefühl, was ganz gut tun würde für alle, wäre einfach ja, das Selbstbewusstsein zu stärken. Weil auf solch einem Untergrund kann man nichts bauen. Da verschwindet alles. Und es macht einen nur künstlich klein und da gehört man nicht hin. Das sind jetzt so Worte, die jetzt so von alleine kommen. Gibt es irgendwas rauszuziehen, rauszulösen oder nur hineinzugehen? Also ich spüre, jetzt sind ja ziemlich viele Frauen anwesend. Und wir könnten vielleicht mal so ein bisschen an dem Frauenschmerzkörper arbeiten, der sich da im unteren Bauchbereich befindet. Ich glaube, ich könnte mir fast vorstellen, dass die eine oder andere Frau jetzt gerade damit ein Thema hat. Und da könnten wir vielleicht gemeinsam was tun. Und da kann Jörn ganz toll korrigieren. Gehe ich mal mit der Hand in diesen Bereich auf Höhe des Bauches. Dann ziehe ich erstmal den ganzen Schmerz heraus, der da steckt. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Lasse ich mal jede Menge heilende Energie hineinfließen. Entschuldigung. Ich dachte schon, jetzt müsste ich gleich niesen und ich wollte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass euch gleich das ziemlich laut wird, aber das wusste ich jetzt nicht mehr. Fühlt es sich denn da unten jetzt an? Besser. Ja. Braucht es noch ein bisschen? Zieh noch ein bisschen was raus. Wieder jede Menge Licht und Liebe hinein, Heilung, positive Kraft, Stärken.
Jetzt komme ich in die totale Entspannung. Lassen wir erstmal einen Moment wirken. Ich hoffe, ihr konntet uns trotzdem ganz gut verstehen. Ich habe gerade gesehen, da waren wir wohl wieder ein bisschen leise zwischendurch. Wir bemühen uns, oder Steffi bemüht sich. Du auch. Dann gehe ich nochmal an das andere Thema mit dem Selbstvertrauen, der Selbstsicherheit, dem Selbstbewusstsein, dem Selbstwert, der Selbstliebe heran. Das braucht sowieso jeder Mensch. Obwohl da nochmal eine große Portion von oben. Selbstliebe, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl. Ui, das ist ein großes Paket. Wow. Das gebe ich jetzt an die ganze Gruppe. Also spüre jetzt richtig, wie ich vollständig aufgefüllt werde. Mein Herz schlägt jetzt auch ein bisschen schneller, also ich fühle mich jetzt sehr lebendig. Ich hoffe, euch geht es genauso. Ja, es gibt entsprechende Rückmeldungen. Entspannung, Wärme, Energie, jede Menge da. Toll. Ja, ich glaube, so können wir dich stehen lassen, oder? Ja, so kann man mich stehen lassen. Ja? Als Gruppe. Ja, als Gruppe, absolut. Ja, passt. Dann übernehme ich wieder das Ruder, das Telefon, das Mikrofon, nicht das Telefon. So, bin wieder da. Entlasse Steffi aus der Rolle der Gruppe. Nehmen wir das Feld wieder weg. Ja, meine Lieben. Wow, das war doch ein schöner Auftakt für ein erstes Webinar zum Thema Fernaufstellung. Richtig klasse. Wow, Brigitte könnte sogar Bäume ausreißen. Wow, toll. Wunderbar. Dagmar fühlt sich lebendiger. Oh, sie hatte sogar Kopfschmerzen bei bewährter Aufstellung. War eine tiefe Ruhe, hat Ursula. Hände haben geglüht von Ursula. Toll, ja, da ist was passiert, auf jeden Fall. Also die meisten können es spüren. Kann nicht jeder so wahrnehmen, diese Energien. Ich habe es früher auch nicht gehabt, muss ich sagen. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn das da mit den Energien? Und war sowieso immer skeptisch. Aber mittlerweile spüre ich das richtig gut und ja, kann es vor allem sehr gut übertragen und ja, kann auch dieses Gewicht spüren. Elisabeth fühlt sich auch sehr gut. Andrea war sehr warm.
Bei Brigitte kribbelt alles, das kann ich mir vorstellen. Schultern sind auch nicht mehr so schwer bei Dagmar. Ja, klingt doch alles wunder, wunder, wunderbar. Schön. Ja, das Thema Fernaufstellungen. Also, ich gehe mal zur nächsten Folie weiter. Wir haben natürlich auch ein Angebot für euch. Also, wer so etwas mal für sich ganz individuell haben möchte, da haben wir momentan ein Angebot. Normalerweise kostet so eine Arbeit 149 Euro. Ist natürlich eben auch entsprechend aufwendig und sehr energievoll. Und wir haben das Ganze jetzt mal für euch als Angebot gemacht. Wer also sowas gerne hätte und für sich ein Thema bearbeiten möchte oder mit unserer Hilfe das bearbeiten möchte, der kann es jetzt für diesen Preis bekommen und braucht einfach nur eine E-Mail schreiben oder über mein Kontaktformular gehen. Und dann können wir ins Gespräch kommen. Natürlich auch, also wenn Fragen noch dazu da sind, jederzeit, ja, also löchert uns und oder mich in dem Fall. Und ja, ich denke schon, wenn man das Video anschaut, dann wird das auch nochmal wirken. Da bin ich mir sicher. Also gerade wenn du dann zur Gruppenenergie vorspringst, dann kannst du dir die Energie auf jeden Fall nochmal holen. Da bin ich ganz sicher. Wobei also wir ja eine Menge korrigiert haben. Ne? Also du musst es nicht wie bei Affirmationen immer wieder wiederholen, sondern diese Energie hat stattgefunden, die Veränderung hat stattgefunden und die Auswirkung wirst du auch so spüren. Schick mal gerade meinen Link hinein und auch noch mal ganz konkret den Link zur Seite Fernaufstellung. Ja, na klar, wenn du zu spät kamst, dann zieh dir das Video rein und dann kannst du dir das Ganze einfach noch mal in voller Gänze anhören. Brigitte, ich würde es erstmal lassen, geh nicht gleich wieder hinein. Vor allem, wenn es gut ist, ist es gut. Ja? Das ist wie bei der Homöopathie. Dann ziehst dir nicht noch mal rein, weil dann holst du es dir vielleicht wieder zurück. Wenn du das Gefühl hast, oh, da ist noch ein bisschen was übrig und du willst es einfach noch mal spüren, dann mach das, dann wiederhol es einfach noch mal. Genau. Es gibt einen Mitschnitt von dem Ganzen, ja. Den Mitschnitt gibt es, den kann man sich einfach anschauen. Genau. Okay, dann gehe ich noch eine Seite weiter mit ein paar Tipps und so. Und zwar gibt es die Seite online-meditieren.de von mir. Da kann man sich auch für einen kostenlosen Newsletter eintragen und wird dann immer informiert, wenn ich Meditation durchführe. Es gibt von mir zum Beispiel die Wunschmeditation, es gibt eine Glücksmeditation, es wird Meditation zum Thema inneres Kind geben, und viele weitere Themen. Da, wie gesagt, wer Interesse hat, mit meiner Stimme zu entspannen und was zu bearbeiten, der darf das gerne machen, indem er sich einträgt, online-meditieren.de, und dann wirst du informiert. Wer auf Facebook aktiv ist, kann mal in die Gruppe Mystikwelt hineinschauen, eine Gruppe, die Steffi und ich gegründet haben, wo wir im Prinzip täglich einen schönen, netten Spruch veröffentlichen, positive Sätze, ja, wo wir auch immer ein bisschen so über den Tellerrand hinausschauen, auch mal so von anderen Leuten wie Pierre Frank oder Veit Lindau oder sonst wem. Schöne Sachen teilen, auch kostenlose Angebote, Webinare und so weiter. Meine Seite habe ich schon genannt, beziehungsweise ich bin natürlich auch auf Facebook zu finden. Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich riesig über jeden Kommentar oder vor allem jede Bewertung. Und Elisabeth schreibt gerade, es war eine tolle Erfahrung. Sehr, sehr gerne. Wir machen die Arbeit sehr gerne aus vollem Herzen. Ich denke, das spürt man auch. Also wir sind da mit voller Begeisterung dabei, weil es einfach ein unglaublich tolles Mittel ist, um Sachen zu verändern. Und ich arbeite eben zum einen mit Hypnose, führe also Menschen in die Entspannung hinein, um dann dort die Dinge zu lösen. Auch eine hervorragende, wunderbare Methode, die also wirklich schon wahre Wunder vollbracht hat. Es ist nur manchmal bei manchen Kunden das Problem, dass sie selbst nicht so alles wahrnehmen können. Manche Menschen haben einfach nicht den Zugang oder noch nicht zu sich selbst. Und dann ist zum Beispiel eine Fernaufstellung oder eine Einzelaufstellung einfach optimal. Das ist genial. Und die Kombination aus beidem ist einfach perfekt. Wir haben übrigens am Samstag eine interessante Erfahrung gemacht. Und zwar war eine Kundin zu mir zu einer Einzelsitzung. Und ich hatte mit der Kundin eine Rückführung gemacht, um sich das Thema nochmal genauer anzuschauen. Und sie sah sich dort in einem früheren Leben, anscheinend war sie die Geliebte von einem Mann, hatte auch ein Kind mit dem,
Und dieser Mann, weil er aber eben verheiratet war, hat sie verstoßen und hat sie eingesperrt in irgendein dunkles Verlies. Und dieses Verlies oder dieses Haus gehörte einem anderen Mann. Und dieser andere Mann hat sie dann wohl nicht nur dort gehalten, sondern auch geschlagen. Sie musste Arbeiten verrichten und wurde dann sogar am Ende des Lebens oder dadurch wurde ihr Leben beendet, mit einem Stein erschlagen. Und Steffi kam eine Stunde später, also nachdem die Sitzung abgeschlossen war, hatte keine Ahnung, worum es ging. Sie wusste weder, sie kannte die Klientin nicht, sie kannte das Thema nicht, sie kannte den Inhalt der Sitzung nicht, was die Kundin gesehen hat. Ich habe Steffi die Energie gegeben von dem Problem. Wir haben also die Arbeit so ähnlich gemacht wie hier heute. Was erzählt Steffi? Was nimmt sie wahr? Dunkelheit, Traurigkeit, gefangen, kein Fenster. Dann natürlich nicht nur Traurigkeit, sondern auch Verzweiflung und Wut. Sie hat gesehen, so eine Altersspanne von 6 bis 19 Jahren. Also es war nicht zu 100% übereinstimmend, aber ich sage mal so 80 bis 90% stimmten überein. Vor allem das Thema, dieses eingesperrt in einem Raum bei Dunkelheit, irgendwo Keller, sage ich mal wieder ein Volltreffer. Also das war ein spannendes Experiment oder eine spannende Erfahrung, wo wir auch immer weiter lernen. Ja, verschleppt worden, genau. Also Steffi hatte da den Gedanken, verschleppt worden zu sein. Und das passt ja auch zu dem anderen Thema da, also praktisch weggesperrt worden zu sein. So, jetzt muss ich noch einmal durchgucken. Da sind jetzt noch ein paar Sachen gekommen. Tolle Erfahrung hatten wir schon, das spürt man total. Ja, das war wahrscheinlich bezogen auf die Begeisterung. Brigitte fühlt sich sehr leicht. Hat sich erst vor 12 Minuten angemeldet. Kein Zufall, genau. Es gibt keine Zufälle. Und du wurdest ausgewählt. Welch ein Zufall, in Anführungsstrichen. Zufall heißt ja auch nur, es fällt einem zu. Und was sagt denn Dagmar? Seit heute ist meine Allergie wieder schlimmer. Nach der Aufstellung ist meine Nase mehr gelaufen. Ja, das kann natürlich gut sein. Klar, da kann auch was in Bewegung gekommen sein. Es hat Andrea ganz Probleme mit ganz vielen Nahrungsmitteln, kann kaum mehr was essen. Ich kenne aber die Ursache nicht. Ja, müsste man austesten, müsste man wirklich ausprobieren. Wenn es sogar von heute auf morgen kam, dann könnte es wirklich auch irgendeinen psychischen Auslöser haben. Ja, und die meisten Sachen, auch die meisten körperlichen Dinge haben einfach einen psychischen Grund. Das ist, die Psychosomatik ist ja lange bekannt, auch wenn es die Schulmedizin noch immer abstreitet. Aber das kann ich auch aus meiner Erfahrung mit Kunden sagen. Ich habe schon Menschen da gehabt, die austherapiert waren, die heftigste Migräne hatten, Schmerzmedikamente im Wert von 500 € im Monat geschluckt haben und ansonsten nicht mehr leben konnten und auch mit den Medikamenten kaum noch leben konnten, nur im dunklen Raum überlebt haben. Und ich habe diesen Mann, das war ein Mann damals, in 6 Sitzungen, was eine recht hohe Zahl ist für Hypnose, weil normalerweise brauche ich zwischen 1 und 3, aber es war halt auch ein sehr massives Thema, konnte ich diesen Mann von seiner Migräne vollständig befreien. Der hat keine Migräne mehr, er braucht keine Schmerzmedikamente mehr, er braucht keine Antidepressiva mehr und er kann wieder arbeiten gehen, was vorher völlig undenkbar war. Der hat also einfach wirklich ein neues Leben gewonnen dadurch. Und das ist einfach diese Begeisterung natürlich, also mit jedem solcher Erfolge steigt auch die Begeisterung immer mehr und die Motivation, das weiterzumachen. Jetzt gucke ich nochmal, Andrea hat noch was geschrieben. Ja, du denkst auch, dass es so ist. Was ich dir anbieten kann, Andrea, ist, dass wir es praktisch mal austesten. Das heißt, ich mache mit Steffi eine verdeckte Aufstellung. Also das machen wir sowieso immer, dass Steffi nicht weiß, worum es geht, beziehungsweise in dem Fall weiß sie zwar jetzt das Thema, aber dass sie nicht weiß, wo welches Thema liegt oder welcher Gegenstand. Und dann kann ich Gegenstände nehmen, zum Beispiel für psychische Ursachen. Ich kann einen Gegenstand nehmen für körperliche Ursachen. Ich kann ja, mal gucken, was mir noch alles einfällt. Und so können wir es mal vorab testen. Wir können auch ganz klar die Frage stellen, würde eine Fernaufstellung helfen, ja oder nein? Und dir dann halt die Antwort geben und weitermachen. Schick mir am besten einfach eine kurze E-Mail, wenn du das machen möchtest. Und dann testen wir gerne vorab für dich aus, ob das Sinn machen würde oder nicht. So, ja, habt ihr noch Fragen? Dann ist jetzt der geeignete Zeitpunkt. Ich sehe, von der Zeit her habe ich es gut eingeschätzt. Jetzt haben wir 21:11 Uhr. Ich hatte 90 Minuten mal angesetzt. Okay, Fragen kommen im Moment nicht, es sei denn, es tippt noch jemand.
Warte noch einen kleinen Moment. Sagt, gehe auch noch mal zurück zum Angebot, wenn es machen möchte. Ja, Brigitte ist überwältigt, das ist schön. Toll, das freut uns sehr. Ja, kann auch bei Süchten helfen, absolut, in jedem Fall. Auch da kann ich jetzt wieder mehr aus der Hypnosepraxis erzählen, weil ich, weil wir mit Aufstellung, glaube ich, noch keine Sucht angegangen sind, höchstens vielleicht mal ein Rauchen oder ein Alkohol. Aber ich hatte eine Frau in der Behandlung oder habe sie noch bei mir, die jahrelange Therapien schon hinter sich hat, mit, naja, sagen wir mal, mäßigem Erfolg. Und habe jetzt einige Sitzungen mit ihr gemacht und interessant war, erst ab dem Zeitpunkt, als ich mit ihr in die früheren Leben hineingegangen bin, und da sah sie richtig heftige Missbrauchsfälle, hat sich das Thema deutlich verändert. Sie hat sich also zum Beispiel vorher 15 Mal täglich übergeben, weil sie so eine immense Übelkeit in sich verspürt hat, dass sie einfach nur noch diese Übelkeit loswerden wollte. Und nach diesen Rückführungen, wo wir also dann ja wohl auch wieder die Ursachen gefunden haben, hat sich das Brechen von 15 auf 2 Mal täglich reduziert, was natürlich schon mal ein riesiger Erfolg ist. Und sie hat diesen Suchtdruck nicht mehr, sie hat einfach weniger Übelkeit. Dieses Ganze, was in der Kindheit passiert, das ist ihr mittlerweile ja nicht gleichgültig, aber es ist neutral von der Betrachtungsweise. Also sie hat mir gerade heute einen Zettel gebracht, was sich alles verändert hat, seit sie bei mir ist. Und das ist Wahnsinn, also gigantisch. Und meinte sie so verschmitzt, sie geht am Montag in die Reha, wahrscheinlich sogar für 8 Wochen, also eine Kur. Und sie meinte, ja, also wir haben so eine immense Vorarbeit gemacht, dass die eigentlich da gar nicht mehr so viel zu tun haben. Aber wahrscheinlich werden die sich das dann auf die Fahne schreiben. Fand ich ganz witzig. Ja, ach ja, genau, der mit der Migräne, der war übrigens vorher auch bei einer Psychotherapie, beziehungsweise auch begleitend noch zu den Hypnosesitzungen. Aber mein Klient hat dem Psychotherapeuten nichts erzählt von den Hypnosesitzungen, weil er das halt erstmal so für sich machen wollte. Und dann war halt die Veränderung da. Stück für Stück ging es halt diesem Kunden immer besser. Und irgendwann meinte der Psychotherapeut zu ihm, ich verstehe gar nicht, dass es Ihnen so gut geht. Also das ist doch, also dachte ich mir, wirklich ein Armutszeugnis für diesen Therapeuten. Ja, aber da sieht man halt, wie schnell Heilung auch möglich ist, wenn man eben ja, die richtigen Methoden anwendet. Okay, ich könnte noch stundenlang Geschichten erzählen, also es gibt so viele Fallberichte und Fallbeispiele. Ich glaube, ich muss irgendwann mal ein Buch schreiben, weil es einfach so tolle Geschichten sind, die man sich echt nicht ausdenken kann. Und ja, ich verabschiede mich jetzt oder wir verabschieden Tschüss. uns. Danke, Kurz und bündig. dass ihr alle da wart. Hat Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Genau, finde ich auch. Hat uns sehr, sehr viel Freude gemacht. Machen wir gerne wieder. Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich mal den nächsten Termin besprechen, dass wir ja, da eine neue Runde einläuten. Weil das war jetzt ein guter Weg. Was ich noch toller fänden würde, wäre, wenn man das Ganze direkt live übertragen könnte, dass ihr Teilnehmer das dann auch sehen könntet. Ich weiß aber nicht, ich glaube, dazu gibt es kein Tool. Also man kann, soweit ich hier sehe, den Bildschirm teilen. Man kann also zeigen, was auf meinem Bildschirm ist. Aber ich glaube nicht, auf dem Vollbild die Kamera laufen lassen. Aber da kann ich mal zu Fengo fragen, ob es da irgendwelche möglich. Ja, gibt es doch? Echt? Ah, das wäre natürlich genial. Ich sehe Umfrage, ich sehe YouTube, ich sehe Screensharing. Vielleicht für 10 Euro im Monat dazu Ja, vielleicht. kaufen. Video, ich meine, was ich machen kann, ist natürlich hier die Videoübertragung oben. Ich winke mal kurz ins Bild. und geht das dann aufs Vollbild? Schau doch gleich mal aus. Ah, ich glaube, ich bin im Vollbild. Jetzt könnt ihr mich wahrscheinlich alle sehen, oder? Ja, cool, es funktioniert. Cool. Dann kommt Steffi jetzt auch ins Bild. Komm mal her. Ist sehr, sehr ruckelnd. Ich hoffe, das ist bei euch ein bisschen flüssiger, als es hier angezeigt wird. Aha, die Haare sitzen nicht so. Ja, Okay, jetzt Moment, ich komme aus dem Bild raus. ja, Oder?
Heute bin ich mal nicht im Hemd. Ich trage eigentlich immer Hemden, aber heute dachte ich, ach, ich gehe heute mal leger. Es war so warm und ich habe ein T-Shirt mit der Aufschrift: Ohne ein paar Hundehaare ist man nicht richtig angezogen. Ein Geschenk meiner Eltern. Genau, Hundehaare, jede Menge von meinem Hund. Der liegt übrigens im Hintergrund auf der Couch. Sollen Nee, den lassen wir jetzt, wo er ist. wir Okay, wir verabschieden uns und wünschen euch einfach, ich rücke mal Steffi noch ein bisschen ins Bild. So, da ist sie. auch mal holen? Okay. Wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und ja, vielleicht bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Hoffentlich.